Sendung, Selbstverständnis. Joch, sei doch ehrlich, so und so. Das ist ein Problem. Da ruft mich ein anderer an, sagt in Nürnberg, ja, wir sind wie Brüder. Nein, zwischen Mann und Frau gibt es keine Brüderschaft, Freundschaft. Nein, Adam gibt es, sickisch möchtest du das. Sickisch oder geh weg. Oder mach Beziehung. Ja, Amor, liebe ich. Es, ich sag's nochmal, jeden draußen, Engelarmee, wir sind jetzt 2000er Zuschauer um die Uhrzeit. Schau, 2000er um die Uhrzeit. Es gibt zwischen Mann und Frau keine Freundschaft. Entweder sickisch, ja oder nein. Ich muss runterkommen. Da schreibt mir einer nicht mehr, ja, nein, wir sind, nein, gibt's nicht. Ich habe andere sickisch oder sickisch oder geh weg. Fertig. Es gibt zwischen Mann und Frau keine Freundschaft. Fertig. Entweder kommst du zu mir, wie ich bin, oder gar nicht. Okay? Darum ja, ja, bist du gerade, ne, Kardasch, haben wir noch, du bist sickisch, möchtest du, ne, Kardasch, lan, ne, Kardasch, Kardasch, ne, bin ich sickisch, mach mich, du bist aber über 18, was für Kardasch, hör auf mit dem Scheiß, bitte. Einzige Frau, wo ich jetzt sehe, ist die Amor. So, wir gehen um die 3000, ich setze die Besten, ich überleg mal euch mal, ich verlange nicht mal live, wir sind fast 3000 Zuschauer, ich setze die Besten, Wallahabillah, ich setze die Besten. So. Nein, ihr müsst mich immer liken, teilen, gell? Ihr müsst mich auch verstehen. Ich sag nochmal, zwischen Mann und Frau gibt's kein Ding. Freundschaft gibt's nicht. Gibt's nicht. Wenn die will, wir treffen uns, Vater, ich hol die nochmal rein, ich hol die nochmal rein. Mama, neu anfangen, hör mal zu. Zwischen Frau und Mann gibt es keine Freundschaft. Hast du jetzt Lust, dass du mich kennenlernen willst oder nicht? Nein. Warum? Du bist zu jung, zu klein, wohnst weit weg. Was heißt zu klein, wenn ich fragen darf? Wie groß bist du? 1,85 Meter. Nee, das glaube ich nicht. Ich habe dich mal auf irgendeinem Video gesehen, da standen zwei Jungs neben dir und die waren so riesig und du warst so klein daneben, so voll süß. Da würde ich dir am liebsten so machen. Aber du weißt, wie groß ich bin? Wie groß? 1,80. Da bist du eh klein. Du bist eh klein. Ich bin 1,85 Meter. Also ich denke, du kommst mir so bis zur Brust. Schau mal, die Tür. Jetzt an. Die Tür jetzt. Hier, hier. Die Tür. Okay. Schau mich jetzt an. Die Tür ist bei mir. Warte, ich gehe auch zur Tür. Ich will das jetzt auch. Weil oder hast du so eine kleine Wohnung? Oder so eine kleine Tür? Geh zur Tür. Warte, ich gehe zur Tür. Warte. Also, warte. Also geh du noch mal zur Tür? Geh mal so nach hinten. Götünde salama, iş kılır, acayip sikilir. Yemin ederim manyak sikilir. Hör auf damit, guck mal, ich schmeiß dich gleich raus, wenn du dieses Wort mit S. Ich sag doch nur... Sag das den Mädels, die jünger sind, aber ich, das ist nicht... Das ist Sana, yemin et, sen amun ya. Ich brauche einen Mann mit Stil. Boah, acayip sikilir. Leute, die ist echt hübsch. Okay, hadi. Sıkıyorum ben, sıkıyorum. Neyse, aber du kommst bitte nur noch höflich. Ja, wir üben das jetzt. Sözlük oder was? Acayip sikilirsin. Tamam, sag mal normal, Mann. Vallahi sikim vakti, billahi hasi. Tövbe, hadi, git. Yavrum, şu amunu bir... Git, git, tövbe, tövbe. Ah, hübsche Frau. Sab, manyak sikilir. Sen ne diyorsun lan? Bunu direkt götten sikeceksin. Ey, bitte keine Schimpfwörter in Deutschland, gell? So, wir machen weiter, Leute. Ihr seid die Besten. Immer liken, teilen, liken, teilen, liken, teilen. Ihr seid die Besten. Muttermal oder hast du es gemalt, wenn ich fragen darf? Yes, Fitna. Muttermal. Wie lange hast du es, wenn ich fragen darf? Dein Ernst? Nein, ist das jetzt eine ernste Frage? Erste Frage. Wie lange ich das habe? Natürlich, seit ich geboren bin. Hallo, ich bin damit geboren. Kann das sich bewegen oder ist das? Was ist das hier? Was hast du da? Sag mal. Ist das ein Tattoo? Ja, hast du dich tätowieren lassen? Ja.
Warum? Hat Warum lässt man sich sowas tätowieren? Sag mal. jeder wie, ja, warum macht man seine Mutter mal? Das ist angeboren, hallo? Aber sowas ist nicht angeboren. Was ist da passiert mit Aber sind da dir? mittlerweile Leute drin? Kann sie das bewegen? Was ist da unten, unterm Auge? Was hast du da gemacht? Atatürk. Was hast du unterm Auge gemacht? Auch Tattoo-Baby. Aua, das tut doch bestimmt weh. Wir haben sogar Warum? Schmerzen wie Frauen, wenn wir Augenbrauen zupfen. Nein, nein, Baby, lebt diese Mutter mal? Valla, ne yapmış bu? Çok acımıştı. Çok. Kar oh, Türk müsün? Evet, çok acımıştır. Sen de var ya acayip karlısın ha, acayip sikilirsin. Ne? Acayip sikilirsin, dubis brutal. O ne demek be? Canım seni Sen etsiz. sikim mi aktı diyorum sana bakarsam. Ay bu Acayip çok sik. iğrenç bir insan çıktı ya. İğrenç. Bu ne biçim konuşuyor böyle? Sonra büyük mü odamaz? Hiç mi sikişmedin? Hiç mi Kaka sikişmedin? kaka. Hiç mi sikişmedin? Tüh sana. Tüh Hiç mi tüh tüh tüh. sikişmedin? Tüh Türk tüh. sana selam, Tüh Türk sana. tüh. Hiç mi sikişmedin? Şükür Ay çok olsun indireceğim. iğrençsin. Direkt Sen bunu yayında amına böyle banına mi atacağım. konuşuyorsun? Hiç mi sikişmedin? Gel Lan sikişek sen gel. böyle mi Gel sikişek gel. Gel, gel, gel konuşuyorsun sikişek gel. Gel amını yalayayım gel. yayında? Aman ben gidiyorum lan. Sen ne biçim konuşuyorsun öyle? Acayip seni götten sikerim bak. Ay Acayip hiç sikilirim. hiç hiç almayayım ben. Sen Hiç hiç almayayım. sikişmedin. Das Gute ist bei Türkisch alles erlaubt. So, wir machen weiter. Oh, wie alt bist du, hübsche Frau? Ich werde jetzt 26 und du? 19. Was machst du? Du Ich wirst sehe mal niemals mehr von dir. 19. Ich schau alt aus, ja, wegen Krankheit. Was machst du jetzt immer mehr von dir? Ich nicht, ich bin zu Hause und du? Ja, aber was ist so dein Traumtyp? Was für Landsfrau? Ich habe keinen Typen. Entweder passt es oder es passt nicht. Was für Landsfrau bist du, wenn ich fragen darf? Ich Deutsch und du? Ich bin auch Deutsch, ja. Und wie Sound Factory? Selma, kennst du Selma abi Sound Factory? Albanisch Party? Kenny. Sag mal ehrlich, sag mal ehrlich. Was ist Das so? hilft nicht. Stehst du auf Deutsch oder auf Ausländer? Ich stehe auf das, was mir gefällt. Gefall ich dir? Bisschen hübscher, ja. Bin ich hübscher? Ja, bisschen hübscher. Danke dir. Bitte. Und was machst du so in deinem Privatleben? Arbeitest du? Erzähl mal mehr von dir. Ja, ich arbeite bei Aldi. Ich habe jetzt Wochenende. Danke fürs Folgen. Wie lange arbeitest du bei Aldi? Über ein halbes Jahr, jetzt fast ein Jahr. Echt? Ja, danke fürs Folgen. Hast du eigene Wohnung oder wohnst du in Deutschland? Ich wohne in Deutschland, ja. Ja, wo, wie lang? Ja, ich meine, welche Stadt? Welche Stadt? Nähe Hannover. Ich weiß wo Echt? du. Ja. Und was machst du in Privatleben? Hast du keinen Freund, keine Kinder? Nee, habe ich nicht. Du? Warum so eine hübsche Frau wie du? Ich bin Hartz-IV-Empfänger. Ja, ist auch okay, ne? Man muss auch mal ein Hartz-IV-Empfänger sein. Was sagst du? Man muss auch mal ein Hartz-IV-Empfänger sein. Das muss auch mal geben. Ich habe mein Leben vergeigt, weißt du. Viele Frauen stehen auf mich. Ich habe. Das ist traurig. Ja, das verstehe ich. Ja, ich weiß, Leute. Gestern ist mein Sohn gestorben. Und ich weiß, gestern ist mein Sohn gestorben. Aber man muss kräftig bleiben. Viele Leute lachen mich hier aus. Die sagen, du bist ekelhaft. Die lachen mich aus. Mein Sohn war erst 4. Was wollte er bei mein Sohn? Verstehst du? Ja, Leute, ich weiß das. Aber ich sag dir eins, deine Schönheit und so bringt mir ein bisschen Laune. Das freut mich. Und was hast du als Schönes gemacht? Nichts getraut für meinen Sohn. Was? Getrauert für meinen Sohn. Okay. Und dann haben wir nur so eine Krankheit erwischt. Weißt du, aber ich folge dir mal, du bist voll nett. Danke, dass du heute für mich da bist. Ja, kein Problem, ich bin für dich da. Ohne Scheiß, bist du für mich da? Ich bin für dich da, ja. Wenn du Probleme hast, kannst du immer zu mir kommen. Wie nett du bist, wirklich, was für eine gute Frau du bist. Ja.
Warte mal kurz. Voll süß, wie du da liegst. Weißt du? Jetzt geht er vor. Okay, Baby. Nein, Baby, du bist eine Bitte. Baby, jetzt mal ehrlich, würdest du mich daten? Würde ich dich daten? Wo wohnst du denn? München. München. Ist aber eine ganz schöne Strecke, ne? Du kannst bei mir wohnen. Darf ich gleich bei dir einziehen? Kannst du machen, wie du willst. Na, Erik, willst du dich treffen oder nicht, Laura? Ja, können wir machen. Schwör über alles, dass du mit mir treffen würdest. Ja, machen wir. Ja. Schwör über alles? Ja, machen wir. Okay. Okay, Laura, geh raus. Ich schreib mir privat, Baby. Okay, schreib mir privat.